Wow, was ist das denn? 4,8 Millionen Aufrufe. Was ist denn mit dem Sägeblatt los? Damit kann man Nuten sägen. Aber ist das nicht saugefährlich? 4,8 Millionen Aufrufe und 30.000 Likes. Das ist doch fast schon Pillepalle im Vergleich zu anderen Clips, die wir uns hier angeguckt haben. Aber eine Sache ist ganz klar. Was bitte ist denn da los? Das Sägeblatt eiert und man kann mit einem Schnitt breite Nuten machen. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass man dieses Sägeblatt irgendwie auch einstellen kann. Jonas, das sieht genial aus, haben viele geschrieben und noch mehr geschrieben. Oh Gott, das sieht mega gefährlich aus. Was ist das überhaupt? Ein Wanknutblatt. Da geht das Problem schon los. Ein normales Sägeblatt wie dieses hier dreht sich normalerweise einfach so, ganz gerade auf dieser Achse. Das Blatt, was wir eben gesehen haben, sitzt aber im Prinzip so schief. Und wir sehen schon, wenn ich das so drehe, entsteht eine eierige Bewegung. Es wankt also und wir sehen, dass die Schnittkurve durch dieses Wackeln breiter wird. Deswegen würde so etwas Wanknutblatt heißen. Das hier ist aber keins. Das ist ein ganz normales Festool-Sägeblatt. Und Wanknutblätter könnt ihr im Prinzip in Deutschland eigentlich nicht kaufen. Aber in Japan. Es ist vielleicht ein guter Moment, nochmal auszusprechen, dass wir uns hier etwas angucken. Es dient der Wissenschaft. Wanknutblätter könnt ihr theoretisch zum Beispiel bei Kleinanzeigen und Co. finden. Lasst es erstmal bleiben. Wir gucken uns das Ganze jetzt ganz unvoreingenommen mal an. Was man sagen kann ist, man kann das in Japan ganz normal kaufen. Das ist nicht mal teuer. 6.060 Yen. Wow! Naja, das sind 36 Euro. Das ist wirklich wenig. Und wir sehen, hier steht 3 bis 21 mm. Das bedeutet also, dass wir in diesem Bereich Nuten sägen können. Packen. Die Anleitung. Wir packen das Ganze mal aus. Das sieht verrückt aus. Und man sieht schon direkt, dass dieses Sägeblatt schief zur Achse ist. So wie ich es gerade nachgebaut habe. Wir gucken uns das jetzt mal etwas genauer an und schauen, ob das eine gute oder schreckliche Idee ist. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen hier an diesem Kunststoffteil, dass das Ganze schief ist. Wir sind hier viel höher als auf dieser Seite und das ermöglicht dieses Wanken oder Wackeln des Blattes. Wir nehmen zuallererst, wir lassen den Schutz erstmal drauf. Die Frage ist, wir haben jetzt hier auf der anderen Seite, beziehungsweise auf beiden Seiten, jede Menge Einstellungen. Es geht also hier, wo ist denn jetzt unser Zeiger da? Wir haben auf jeden Fall hier eine Skala und da können wir einstellen, wie breit unsere Nut ist. Das finde ich zuallererst mal ganz nüchtern betrachtet, ohne mein Hintergrundwissen, absolut genial. Wie cool ist das denn bitte, dass wir einfach eine 4,5er oder 10,5er oder 9er Nut ganz einfach hier einstellen können? Die Frage ist nur, wie machen wir das fest? Wir haben hier auf der anderen Seite eine Schraube. Ich muss mal versuchen, die Anleitung zu lesen. Das wird nur ein bisschen schwierig. Ich mag Werkzeuge, die man von sich aus verstehen kann. Ich habe es gerade in die Hand genommen und man kann das so ein bisschen zusammendrücken. Und wenn ich das zusammendrücke mit meinen Händen, kann ich es nicht mehr drehen. Wow, ist das einfach! Also im Prinzip stellen wir das Ganze wahrscheinlich gleich ein und drehen dann die Sicherungsschraube der Säge fest und schwupps drückt sich das Ganze dann in Form. Warum bin ich mir so sicher? Weil ich im Nachgang gerade nochmal mit dem Handy übersetzt habe, was da steht. Genau so funktioniert das. Es ist wirklich, ich mag das eigentlich nicht. Grundsätzlich weiß ich, dass das halt nicht so richtig cool ist in Deutschland. Deswegen kann man das auch nicht mehr kaufen. Und übrigens schon seit so über 40 Jahren. Aber von grundsätzlichen Gedanken her finde ich die Idee mega smart. Das Problem grundsätzlich bei Wanknutsägeblättern in Deutschland ist, dass sie normalerweise nicht so klein sind, sondern so groß. Und eine Sache erklären wir jetzt mal im Vorfeld. Wir haben gesehen, wie stark das wackeln kann, bis 21 mm. Stellt euch das jetzt an einem großen Sägeblatt vor. Wenn ich mich an einem kleinen Sägeblatt schneide, sehr grafische Vorstellung, zack, dann ist der Finger ab. Ein sauberer Schnitt. Im besten Fall kann man das reparieren. Wenn mein Sägeblatt 21 mm eiert, dann fehlt von meinem Finger ungefähr ein ganzes Fingerglied. Also der mittlere Teil von meinem Zeigefinger wäre einfach pulverisiert. Das ist ziemlich katastrophal, weil mein Finger dann schon mal ein Drittel kürzer wäre.
wenn man den Rest noch annehmen könnte. Was ich euch versuche zu sagen ist, es ist verständlich, dass so etwas zu wirklich schwersten Verletzungen führen kann, weil wir einfach einen breiten Schnitt haben. Deswegen ist das auf großen Maschinen nicht erlaubt und wahrscheinlich ist deswegen nie darüber nachgedacht worden, ob man dieses System in klein eventuell an Handkreissägen nutzen kann. Weil das ist ganz klar, das ist für die Handkreissäge, nur für keine, die es in Deutschland gibt. Das ist nämlich das nächste Problem. Wir bekommen das so auf keine Säge drauf. Und auch in Japan ist es so, dass es für dieses Sägeblatt ganz bestimmte Sägen gibt. Ich habe die aber. Dieses Sägeblatt habe ich mit der Hilfe eines Freundes über eBay Japan bekommen. Und es ist wunderbar, wenn Freunde einem dabei helfen, das zu finden, was man finden will. Aber wisst ihr, was nervt? Wenn man die ganze Zeit Spam-Werbung bekommt für Sachen, wo man sich denkt, das interessiert mich gar nicht. Oder vielleicht heimlich doch. Aber woher wissen die das? Deswegen Werbung. Wusstet ihr, dass wenn ihr auf diversen Seiten einkauft, die vielleicht nicht ganz so seriös sind, eure Datensätze an Datenbroker verkauft werden und ihr deswegen Spam bekommt, weil diese Datensätze einfach immer weitergegeben werden. Mit eurem Namen, E-Mail-Adresse und vielleicht sogar noch mehr. Und wir alle wissen es, das nervt. Man kann zwar einzelne Newsletter abbestellen, doch das Problem scheint nie abzuebben. Es gibt aber ein europäisches Gesetz, das einem erlaubt, bei solchen Brokern zu sagen, lass das, hör auf, meine Daten zu verkaufen, und sie müssen damit dann auch aufhören. Das Problem ist, wer kennt schon alle Broker und wer hat Zeit dafür, das zu machen? Und da kommt Incogni ins Spiel. Mit dieser App könnt ihr ganz einfach eure Daten bei diesen Brokern löschen lassen und ihr müsst nichts machen. Ihr könnt das Ganze einfach abgeben und darauf warten, dass eure Spam-Mails immer weniger und weniger werden, weil Incogni für euch alle verschiedenen Brokeragenturen absucht und eure Datensätze löschen lässt. Und das ist wirklich genial, denn mit euren Daten kann natürlich nicht nur eine Spam-Mail erstellt werden, es können natürlich noch viel schlimmere Sachen passieren und das wollen wir nicht. Also schaut euch Incogni mal an, ich habe euch das Ganze unten verlinkt und mit meinem Code bekommt ihr ganze 60% Rabatt auf einen Jahresplan. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Für mich als Person, die halbwegs in der Öffentlichkeit steht, ist es Gold wert, meine Daten, ohne dass ich was dafür tun muss, überall löschen zu lassen, damit mit meinem Namen kein Quatsch gemacht wird. Also schaut euch das mal an, sagt nur euren Freunden, was ihr haben wollt und nutzt Incogni, damit der Rest geheim bleibt. Ich sag's noch einmal laut und deutlich. Ich möchte euch nicht motivieren, das nachzumachen. Ihr schickt mir das und ich erkläre euch das. Ich habe einiges an Werkzeug, was wir nicht regelmäßig in Videos nutzen. Einfach, naja, weil es vielleicht nicht unbedingt dem entspricht, was man so macht in Deutschland. Aber ihr wisst es, ich bin weltoffen und ich habe eine Riesenfreude an Werkzeug. Deswegen habe ich diese Makita-Säge, die es nur in Japan gibt. Und wenn ihr euch gleich anguckt, was ich da für ein Werkzeug drin habe, dann dreht ihr durch. Weil dagegen sieht das hier aus wie ein absolutes Spielzeug. Kommt mal näher. Was ganz wichtig ist, das ist eine Maschine, die wir nur mit einem sozusagen Stromumwandler nutzen können. Auch den habe ich logischerweise, sonst könnte ich das Gerät nicht nutzen. Aber jetzt kommt und staunet, was der Winkler hier hat. An sich ist das Ding wirklich schlimmer als das, was wir jetzt einbauen. Das hier ist eine Säge, um Nuten herzustellen. Ganz wunderbar, wenn man lange Nuten in Bretter sägen möchte. Weil das mit der Säge, finde ich, oft einfach bequemer ist als mit der Oberfräse. Und ihr seht, ich habe hier das passende Werkzeug dazu für 15 mm Nuten. Das Teil sägt mir 15 mm in einem Schnitt. Extrem präzise, aber ihr seht schon, das sieht natürlich absolut crazy aus. Wir tauschen das jetzt einmal gegen unser neues Sägeblatt. Ich muss einmal ganz kurz den Schutz entfernen. So, blub. Und dann packen wir das hier einmal drauf. Das ist so geil, es passt einfach. Ich sag's nochmal, es ist was Spezielles, aber wir, oh, das ist cool. Wenn ich hier drehe, seht ihr das, wie sich die, das ist auch so bescheuert. Ah, macht es einfach nicht nach. Wir wählen jetzt mal 6 mm und packen das Ganze hier wieder, oh, dann kommt das Ganze aber ganz schön hoch, ne? Aber das müsste trotzdem noch gehen. Wie gesagt, das Werkzeug ist für diese Säge zugelassen. Das ist jetzt so ein bisschen Glück meinerseits, dass das so ist. Und man sieht beim Festmachen schon, in Japan ist alles noch ein bisschen anders als hier in Deutschland. So, wenn wir das jetzt drehen,
sieht es erstmal gar nicht so crazy aus, weil wir ja nur 6 mm eingestellt haben. Wir packen das Ganze jetzt hier wieder drauf. Stellen uns noch eine Sägeblatttiefe ein, die für unseren ersten Test halbwegs human ist. Na, wie weit wollen wir gehen? So, wollen wir schon ein bisschen was machen. So, auf geht's. So, dann wollen wir mal. Ey, das gibt's nicht. Das ist so eine saubere Nut. Geil. Und es sind einfach genau 6 mm. Ich dreh durch. Wahnsinn. Hätte irgendeiner von euch gedacht, dass das auch noch präzise ist? Die Einstellungsmöglichkeit wirkt ja mit diesem Rad so ein bisschen, keine Ahnung, aber es sind einfach genau 6 mm. Genau das, was wir eingestellt haben. Und das ist ganz wichtig, das zu sagen, weil wir das bei Parkside auch immer sagen. Es gibt Sachen, die fühlen sich gefährlich an. Es gibt Sachen, die hören sich ganz gefährlich an. Man kann schon hören, oh, irgendwie machen wir hier was falsch. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht richtig gut. Es klingt gut, es geht einfach. Und ich hätte gedacht, dass man mehr schieben muss oder mehr eine Unruhe in der Maschine fühlt. Man fühlt gar nichts. Es fühlt sich an, wie eine Säge zu schieben, die einfach richtig geil sägt. Wir sind noch nicht beim Fazit, aber es geht erstmal ganz gut. Jetzt ist ja die Frage, wir wollen jetzt gucken, wie können wir jetzt ganz einfach das Sägeblatt verstellen? Das ist ja irgendwie genial. Bis zu diesem Punkt könnte man noch sagen, nimm einfach einen 6 mm Nutfräser, fertig. Aber wenn wir nur den haben, dann müssten wir, wenn wir jetzt irgendein anderes Maß haben wollen, umständlich den Anschlag verstellen, um auf dieses Maß zu kommen. Wir können jetzt eventuell einfach hier dran drehen und aufs nächste Maß kommen. Der Stecker kommt raus. Wir probieren es aus. So, wir lösen das Ganze jetzt ein bisschen so, dass wir das nächste Maß einstellen können. Wir wollen jetzt natürlich mal was Großes haben. Wir machen einfach mal 15, weil dann können wir gucken, wie es mit 15 mm MDF passt. So. Und dann das Ganze wieder richtig schön festziehen. Ja. Jetzt müsste das Ganze auch schon deutlich mehr wackeln. Also schnell die Abdeckung wieder drauf. Das Ganze wieder festdrehen. Stecker wieder rein. Und dann können wir erstmal gucken, wie das wackelt. So, einmal gucken. Oh, ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, das wackelt jetzt schon ordentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir hier heute eigentlich? Also wir stellen mal wieder eine Tiefe ein. Ich nehme jetzt ein bisschen weniger, weil wir ja ein bisschen aggressiver an die ganze Geschichte rangehen. So. Dann stellen wir uns den Anschlag wieder ein. Das geht hier super einfach. Und sägen los. 15 mm Nut. Los geht's. Das ganze Setup bewegt sich. Also, es vibriert schon ein bisschen mehr. Aber ihr seht nicht, was ich sehe. Es geht erstmal weiter. Achtung. Gottes Willen. Fürchterlich. Man hat schon gemerkt, das hat ein bisschen mehr vibriert. Aber nochmal, das Ergebnis ist wirklich,
wirklich sauber. Wir sägen ja sogar quer zur Phase, also es könnte wunderbar ausreißen. Tut es aber nicht. Jetzt habe ich hier ein anderes Stück Multiplex, 15 mm. Boah, nee, das gibt's überhaupt nicht. Das ist einfach so unverschämt. Ich kann den ganzen Bock, der festgespannt ist, mit der Passform hochheben. Ey, das ist einfach so bescheuert. Warum ist das so geil? Also es passt wirklich richtig gut. Wow. Und das halt in einem Schnitt. Also das war wirklich auch einfach zu machen. Ich zeige euch hier vorne mal, wie schön das passt. Wenn wir uns die Kante angucken. Hier unten ist das Einzige, was nicht perfekt ist. Und das ist wahrscheinlich von mir, als ich die Säge am Ende rausgeführt habe. Da war ich mir so ein bisschen unsicher, fahre ich weiter oder höre ich auf? Und das erklärt diesen kleinen Wackler. Aber wenn ihr euch anguckt, wie der Rest hier abschließt. Und wir haben das einfach freihand eingestellt. Und es passt so, es ist wirklich unverschämt, wie gut das passt. Ich kann alles hochheben. Wir wollen natürlich das Maximum testen, wenn ich da nicht ganz so selbstsicher bin. Wir gehen mal auf die 21 und man sieht, dass auch alles noch passt. Also wir sind, es ist schon erlaubt mit der Maschine, so merkwürdig es auch scheint. Es hat seine Richtigkeit. Wir haben aber das andere Setup verändert, das seht ihr gleich, weil jetzt wird es wahrscheinlich doch ein bisschen mehr vibrieren. Aber alles für die Wissenschaft. Wenn 21 draufsteht, wollen wir 21 haben. Also, der Stecker ist übrigens hier. Den würde ich nicht drin lassen. 21 mm Nut mit der Crazy Säge. Und los. Das sind wirklich 21 mm mit einem Schnitt. Einfach aus dem Bauch heraus. Für 36 Euro ist das das geilste Werkzeug, was ich besitze. Weil das, was es kann, A, mega smart ist und B, es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Und das ist eigentlich das, was ich am krassesten finde. Das ist, glaube ich, offiziell nicht erlaubt. Man könnte also auch sagen, von der BG her seit vielen Jahren verboten. Aber wenn ich mir angucke und vor allen Dingen auch schaue, wie hat sich das angefühlt, das zu benutzen? Es war einfach, es war, ja, es hat vibriert, aber als wir von den Böcken zum Tisch gewechselt haben, war es schon viel, viel besser. Und im Vergleich mit manchem Parkside-Werkzeug, was wir hier getestet haben, zum Beispiel die Säge, die einfach läuft, ohne dass man noch einen Knopf drückt, fühlt sich das hier überhaupt nicht gefährlich an. Wahrscheinlich einfach, weil es halt ein kleines Wanknutblatt ist und kein großes. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ihr aus diesem Video jetzt machen soll. Ich möchte euch ausdrücklich nicht dazu ermutigen, solche Sachen zu kaufen. Ja. Aber ich werde das auf jeden Fall behalten. So wie die andere Makita-Säge, die ich auch habe. Weil es einfach echt cool ist. In einer Tischkreissäge würde ich das, glaube ich, nicht benutzen. Einfach, weil ich bei der Handkreissäge mehr die Kontrolle habe. Wenn was passiert, dann bin ich mit beiden Händen an der Maschine und fahre vielleicht hoch oder das Stück fliegt weg. Wenn ich etwas drüber schiebe, dann möchte ich euch das an dieser Stelle noch einmal sagen. 21 mm, das ist die ganze Spitze von meinem kleinen Finger, die wäre weg. Wenn wir das einmal durch die Hand, wir lassen es. Schrecklich. Aber es ist so blöd, ne? Es ist richtig dämlich. Jonas, was soll es werden? Ich weiß es nicht. Ihr habt es mir geschickt, ich habe es getestet. Ich finde es absolut geil und möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es macht manchmal Sinn, in andere Länder zu gucken. Ja, in manchen Ländern ist die Arbeitssicherheit nicht so doll, aber Japaner wissen schon, was sie machen. Weil das Ergebnis auch so sauber. Ich höre jetzt auf, red mich um Kopf und Kragen. Das Ergebnis ist wirklich sauber, es passt so, wir nehmen es. Smash kurz ein Abo rein für den Jones, der es für euch testet, damit ihr es nicht müsst, aber trotzdem wisst, was abgeht. Und guckt euch das Ding nochmal an. So, jetzt ist aber auch gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich mach noch weiter.